Let's go. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wie man es hört. Aber ja, es geht weiter. Hoffentlich bald. Also ja, mit Training ist aktuell erstmal noch nichts. Ich habe immer Sportoutfit an, nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe gerade nur einen Teil einer Kooperation gedreht. Also ich habe keinen Sport gemacht. Ich fühle mich auch noch nicht gut. Ich bin teilweise noch beim Reden außer Puste. Also Kurzatmigkeit ist am Start. Mein Aktivitätslevel eher weniger. Ich sehe einfach ganz normal aus, als würde ich gar nicht krank sein. Ich sehe wirklich tausendmal fitter aus, als ich mich fühle. Ich werde mich auch gleich wieder in meine Loungewear-Sachen schmeißen und mich weiter ausruhen, denn ich möchte unbedingt wieder trainieren. Ich wollte ja eigentlich diese Woche anfangen, für den Berlin-Halbmarathon zu trainieren. Der ist in 4,5 Wochen. Oder 5, übermorgen in einem Monat. Und dafür telefoniere ich am Donnerstag mit Jeffrey, dem Peloton Instructor, der meinen Plan schreibt. In der Woche vom London Marathon, das müsste der um den 15., 16. rum, vielleicht der 17., werde ich verkünden, oder werde ich ein extra kleines Video hochladen, was dieser Mysterious Marathon nun sein wird, also wo der sein wird. Der in London ist am 21., glaube ich. Und genau einen Monat später ist dann der Mysterious Marathon. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Es sind sehr, sehr viele Marathonläufe in kurzer Zeit. Also eigentlich alle im Abstand von 5, 6 Wochen gerade. Aber nach diesem Marathon im Mai kommt erstmal nichts mehr. Also I don't know, ob es vielleicht was Spontanes gibt. Aber nach dem Marathon im Mai wird es dann erst wieder Berlin-Marathon sein. Erst ist auch gut. Also so viele Marathonläufe, das ist nicht normal. Also ich rede nur so, weil es für mich aktuell eine normale Situation ist, weil es letztes Jahr auch schon so war. Das ist aber nicht normal. Also das ist wirklich nur möglich, weil ich das hier einfach als Hauptjob machen kann. Ich glaube nicht, dass ich 4, 5 Marathonläufe im Jahr machen könnte, wenn ich einen 9-to-5-Job hätte, wo ich feste Arbeitszeiten hätte, wo ich vielleicht nicht mal flexibel mein Training anpassen könnte. Ich werde mich jetzt noch weiter ausruhen und nicht zu viel auf den Beinen herumtouren, damit ich am Wochenende auch wirklich einen guten Lauf machen kann. Und gestern Abend ging es mir auch nochmal richtig schlecht. Also mein Grippevirus, meine Magen-Darm-Erkrankung war ja so der Höhepunkt. Und dann kam mir noch die dicke Erkältung dazu. Und gestern war da echt der Tiefpunkt. Ich habe so geweint abends. Ich war völlig fertig mit den Nerven und hatte einfach gar keinen Bock mehr nach einer Woche jetzt nichts zu tun. Und ich habe dann auch gemerkt oder gesehen, dass ich in 11 Tagen meine Tage bekomme. Das heißt PMS, PMDS mit Erkältung. Man sieht halt natürlich, wenn man krank ist und viel auf Social Media unterwegs ist, was andere schaffen, dass man selber gerade nichts schafft, vielleicht auch schon seit einer Woche. Und natürlich fühlt man sich dann schlecht und das gepaart mit PMS, PMDS ist natürlich auch nicht so schön. Deswegen habe ich heute schon wieder ein bisschen weniger Social Media konsumiert und das hat eigentlich auch ganz gut getan. Also ich war eigentlich gar nicht online, aber halt weniger und versuche morgen auch wieder weniger online zu sein, mehr Dinge aufzuarbeiten, ohne sich jetzt den Druck zu machen, aber einfach wieder mehr an eigenen Projekten zu arbeiten. Ist natürlich klar, man ist krank, man kann auch nichts schaffen, das ist ganz normal und es ist auch gut so, dass man sich ausruht und nichts tut, weil sonst ja, dauert das einfach alles noch länger. Und deswegen, falls ihr auch gerade krank seid, es ist okay. Ich habe so einen Stapel Arbeit, den ich eigentlich aufarbeiten müsste. Ich glaube, seit wir aus Japan wieder da sind, nichts für Instagram hochgeladen. Ich habe es einfach bis heute nicht gepackt, weil es mir so schlecht ging. Und es ist okay. Also wenn ihr krank seid, zu Hause bleiben, ausruhen, nicht schlecht fühlen. Und dann könnt ihr hoffentlich bald auch wieder durchstarten. So, wir gehen jetzt einkaufen und ich fühle mich richtig gut wieder. Nur, ich habe noch ein bisschen Schnupfen. Das ist nervig, aber allgemein fühle ich mich sehr gut. Zum Abendbrot heute mal ganz easy, aber richtig nice. So ein Basic-Abendbrot, wenn man keine Lust hat, viel zu kochen. Tomate, Mozzarella. Hier haben wir so einen Salat mit Garnelen und dazu einfach ein bisschen Brot. So, ich habe jetzt gleich den Call mit Jeffrey und baue noch eben das Stativ auf, damit ich währenddessen so ein bisschen was filmen kann. Ich habe heute mal bei dem Laden angerufen, wo ich meine Vlogkamera hingegeben habe zur Reparatur. Und das kann wohl mehrere Wochen dauern. Die Geduld habe ich nicht und ich habe irgendwie auch keine Lust, die ganze Zeit in den Vlogs hin und her zu switchen zwischen Handykamera und dieser Kamera hier. Also das sieht jetzt nur so crazy vlogmäßig aus, weil da so ein Ding drauf ist, so ein Mikrofon. Aber ich finde, die fokussiert irgendwie nicht so gut und auch nicht so schnell. Das ist irgendwie nichts, was ich mir hier langfristig vorstellen kann. Deswegen werde ich mir wohl oder übel eine zweite Vlogkamera kaufen müssen. Ich sag mal so, es ist super unnötig und
Ich habe echt keine Lust dazu, aber wenn wir bis zum Berlin-Halbmarathon noch mit diesem Ding die ganze Zeit filmen, das ist irgendwie auch total schwierig, mal in spontanen Situationen anzumachen und hochzuhalten. Und ja, also ich fühle mich damit nicht so flexibel. Ja, und wenn ich dann zwei habe und die andere wieder heile ist, dann ist es halt so, dass man aus mehreren Winkeln vielleicht filmen könnte gleichzeitig. Da kann man die auch nutzen, aber ja, es macht jetzt so keinen Sinn. Ich glaube, dass viele Leute sogar mehrere Vlogkameras haben, um halt gleichzeitig aus mehreren Winkeln zu filmen, aber ich bräuchte es jetzt nicht. Ich habe es noch 5 Minuten und dann besprechen wir den Trainingsplan. Ich glaube, es gibt sogar Leute, die ganze Zeit nur mit dem Handy Vlogs filmen und ich finde das auch an sich nicht schlimm. Aber ich mag die Qualität auf Dauer einfach nicht so. Und ich finde es einfach schöner, wenn ich dann einfach, wenn ich mal irgendwo sitze oder auch vor einem Halbmarathon, so die letzten Worte oder was ich anhabe, Outfits zeige. Ich finde das irgendwie schöner, wenn ich dann so eine Vlog-Kamera-Qualität habe. Bei der Kamera ist zum Beispiel das Problem, hier sieht man es ja, ich kann das hier nicht aufklappen. Also ich kann es so hochklappen, aber ich kann es nicht so rumklappen. So, genug über Kameras gequatscht. Und das ist übrigens der neue Schuh, den ich in Japan bekommen habe. Das ist der Wave Rider 27. Ich finde den richtig, richtig gemütlich, muss ich sagen. Ich habe den jetzt für 2 Läufe angehabt. Ist dann einfach für ein bisschen breitere Füße gemacht. Ich finde ja gerade hier vorne, und das ist ja auch logisch, hat man dann einfach ein bisschen mehr Platz. Und ja, auch hier hinten an der Hacke wieder, ähnlich wie beim Skyrace 5, ist der einfach richtig schön gepolstert, sodass man einfach keine Blasen bekommt. Also im Best Case natürlich. Hier ist nochmal die Sohle. Wie gesagt, ist ein bisschen dreckig, hatte ich jetzt auch schon in Japan an und habe mich sofort verliebt eigentlich. Und möchte den auch in den kommenden Wochen öfter für Läufe nutzen. Die Seite ist sogar noch ein bisschen sauberer, deswegen werde ich ihn auch für die Indoor-Läufe nächste Zeit nutzen. Ist immer ganz schön, wenn man einen neuen Schuh hat und der noch nicht so voller Steine ist, dass man den fürs Laufband noch ganz gut nutzen kann. Ich packe euch hier neben nochmal eine Abbildung, die relativ wichtig ist, wenn man Laufschuhe auswählt, neue Laufschuhe kauft, und Mizuno hat auf der Website eigentlich fast für jeden Laufschuh diese Übersicht. So, ich habe alles ausgenutzt, was man an Tageslicht und Abendsonnenlicht, Sunset noch ausnutzen kann. Und jetzt mache ich Abendbrot, ich habe richtig Hunger bekommen. So, nächster Tag und ich habe tatsächlich gar nicht mehr erzählt, was wir gestern im Call besprochen haben. Und es gibt tatsächlich keinen genauen Plan, weil die Tatsache, dass ich jetzt krank geworden bin, hat irgendwie alles verändert. Und deswegen schauen wir erstmal nächste Woche Montag, wie der Run überhaupt bei mir läuft. Aber wir haben entschieden, dass es besser ist für meine Gesundheit, jetzt nicht direkt anzufangen, 10 Kilometer zu laufen und sich damit eventuell noch mehr kaputt zu machen, als man irgendwie wieder ins Training reinkommt. Weil so eine Erkältung darf man nicht unterschätzen, beziehungsweise man darf nicht unterschätzen, wie sehr man danach noch aufpassen muss, wieder ins Training zu gehen, dass man nicht zu schnell reingeht. Ich brauche jetzt gerade Frühstück, ich habe nämlich richtig Hunger. Der Stand der Dinge ist, wie gesagt, wir gucken einfach Montag, wie mein Lauf läuft. Werden wir entscheiden, wie die nächsten Trainings in der Woche ablaufen. Also wird der lange Lauf am Sonntag nur 8 Kilometer oder wird er 12 Kilometer? Werde ich schon Krafttraining machen können am Donnerstag? Werde ich kein Krafttraining machen? Ist alles ein bisschen verwirrend und ich habe tatsächlich auch nicht damit geplant, dass ich jetzt keinen richtigen Trainingsplan euch geben kann, was ich super schade finde, weil ich es wirklich gerne gemacht hätte. Die Laufsaison geht nämlich noch ein bisschen länger und ich muss nach dem Halbmarathon auch noch einen Marathon danach 2 Wochen laufen. Und dann haben wir ja einen Monat später noch einen Marathon. Also ich muss da ein bisschen vorsichtig rangehen, auch wenn das natürlich immer nicht das ist, was man als Läufer hören möchte, dass man noch länger Pause machen muss, dass ich diese ganze Woche keinen Lauf machen kann. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Packung Taschentücher am Tag und das ist nicht ein Zeichen, dass man weiterhin Vollgas geben sollte beim Lauftraining. Und ich habe gestern meine Kamera, meine Vlogkamera, nochmal bestellt. Ich habe mit dem Typen telefoniert und er meinte einfach, dass es sein kann, dass ich tatsächlich 3 oder 4 oder 5, 6 Wochen vielleicht warten kann auf die Kamera, weil das einfach nicht immer wirklich schnell geht. Und ich habe tatsächlich gar keine Lust darauf. Möchte diese Handysituation, die wir jetzt gerade haben, beenden. Und die wird heute ankommen, die Kamera. Also irgendwie heute Abend, heute Nachmittag, denke ich mal. Und ich bin so, so froh. Einfach das Wissen, dass diese Kamera ankommt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und ich habe mir auch diese Barista mitgenommen. In Kokos dieses Mal habe ich noch nie gehabt, weil ich die ja im Matcha richtig gerne mag, statt Hafermilch. Und habe ich die mit normalem Kaffee gemacht. Ja, Freunde, ich sag's euch, das war nicht lecker. Also, die schäumt fantastisch auf. Der Schaum ist richtig weich. Aber, ja. Sagen wir mal so, ich trinke die einfach nur noch zum Matcha und nicht mehr in normalem Kaffee. Übrigens gab es in einem Video von den letzten Vlogs, ich weiß gar nicht, welches das ist, ich glaube, da, wo ich das Paletten näher erklärt habe, da gab es 1, 2 Kommentare, die gesagt haben, dass es zu viel Werbung ist im Video. Das Ding ist, ich bekomme von diesen Firmen kein Geld, dass ich euch diese Produkte im Video zeige. Das sind entweder Kooperationen
die durch meinen Instagram-Kanal entstanden sind. Und ich habe gedacht, dass diese Produkte auch für euch hier interessant sind und zeige euch einfach, wie ich die verwende. Und zeige euch einfach die Funktionen und wie ich die verwende, weil obviously nutze ich sie ja auch im Alltag. Weil wenn ich im Video nicht explizit sage, der Sponsor des heutigen Videos oder irgendwie sowas, dann bekomme ich kein Geld von diesen Firmen, dass ich euch die hier im Blog zeige. Wenn ich jetzt Foodspring-Bestellungen oder so zeige, die ich übrigens heute auch noch machen muss, oder mein Palette & Thread näher erkläre, dann sind das Produkte, wo ich Rückfragen bekommen habe über Instagram oder auch in den YouTube-Kommentaren und ich euch die daher ein bisschen mehr zeige und das Gefühl habe, dass ihr daran interessiert seid. Was hier so laut ist, sind die Eier, die nebenan kochen. Ich wollte halt nur einmal sagen, dass es keine Kooperationen für das Video sind. Manchmal sind es irgendwie einfach Produkte, die ich zugeschickt bekomme und die ich noch gar nicht getestet habe. Das heißt, ich kann auch gar nicht sagen, ob die gut sind oder nicht, wie zum Beispiel das Paket von Powerbar. Das fand ich mega nice, weil die haben mir was zugeschickt, weil ich deren Geld sowieso immer benutze und haben einfach ein paar neue Produkte dazugelegt und ich dachte halt, dass das für euch interessant ist. Das Ding ist aber, dass man halt oben immer Werbung hinschreiben muss. Sobald ein Produkt näher gezeigt wird, sobald darauf näher eingegangen wird, ist das quasi eine Werbung, auch wenn man dafür nicht vergütet wird. Nur ich möchte mich da einfach selber schützen, dass ich nicht 1000 Produkte vorstelle und am Ende bekomme ich dann einen Brief, dass ich das falsch markiert habe. Also wenn da oben Werbung steht, heißt es nicht, dass ich dafür Geld bekomme für dieses Video, sondern nur, wenn ich explizit vorher sage, Sponsor des heutigen Videos, was ich bisher hier noch nicht gemacht habe. Das ist die Kamera, für alle, die nochmal wissen wollten, mit welcher ich immer filme. Und ich habe jetzt nur die Body-Only-Version gekauft, weil das Objektiv, was da drauf ist, habe ich eigentlich fast noch nie benutzt. Und deswegen, ja, habe ich sie einfach ohne genommen. Und den Bildschirm kann man halt so ausklappen. Das ist ja genau das Wichtige, warum ich die Kamera gebraucht habe, unter anderem. So, das erste Video mit der neuen Kamera. Ich habe tatsächlich gestern schon was aufgenommen und da habe ich dann 10, 9 oder 10 Minuten vor mich hin gebrabbelt und habe dann heute gemerkt, dass ja, das alles ohne Ton aufgenommen wurde. Also meine Kameraeinstellungen waren so ein bisschen semi-optimal, deswegen haben wir das alles nochmal neu gemacht. Ich wollte aber unter anderem mit euch über ein paar Schuhe sprechen. Habe ich auch gestern schon mal gezeigt, und zwar sind das die Wave Rider 27. Die sind halt wirklich für so ein bisschen breiteren Fuß gemacht und ja, finde ich eigentlich sehr, sehr nice. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist ein Schuh, den ich auch in Japan bekommen habe. Also den habe ich aus Japan mitgenommen. Ich muss mal gucken, ob es den auf der Website gibt für Europa. Wenn es den gibt, dann werde ich euch mal in der Infobox verlinken. Wir haben aber auch noch einen Schuh bekommen, und zwar diesen hier. Der sieht erstmal fancy aus. Und zwar ist es der Wave Rebellion Flash 2. Der hat die Besonderheit, dass der an der Hacke hinten ein bisschen nach oben geht. Und dann gibt es auch noch den Wave Rebellion Pro 2. Der geht noch früher, also ich glaube hier noch weiter nach oben. Also das ist quasi ein Wettkampfschuh. Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es halt nicht mein Schuh ist. Aber warum das so ist, ist es eigentlich bei vielen Wettkampfschuhen gleich. Und zwar gibt es hier in der Innenseite, oder eigentlich das ganze Material des Schuhs ist sehr, sehr dünn und sehr instabil. Und gerade hier in der Innenseite, da haben wir ja, oder viele Läufer, eine Pronation. Das heißt, wir knicken beim Laufen so ein bisschen nach innen weg. Das beobachte ich ganz oft bei Halbmarathon-Events, Marathon-Events, dass ganz viele Leute diese Wettkampfschuhe tragen. Oder ein sehr bekanntes Modell ist auch dieser hier. Den kennt man ja auch sehr gut. Und da knicken die Leute immer nach innen weg. So, und in Japan habe ich jetzt die Erfahrung wieder gemacht, wie letztes Jahr auch. Da ist ein neuer Schuh rausgekommen, unter anderem der. Und den haben dann ganz, ganz viele benutzt. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich somit die Einzige war, die da einfach nicht diesen High-Performance-Schuh getragen hat, und das ist auch okay. Ich finde, wir lassen uns richtig oft verunsichern, dass ein neuer krasser Schuh rauskommt und dann müssen wir den haben. Weil diese Schuhe sind sehr, sehr leicht gebaut. Die sind hier, vielleicht kann man durch das Material hier sogar schon ein bisschen durchgucken. Ich weiß nicht, bei dem Schuh jetzt vielleicht nicht so extrem, aber bei dem auf jeden Fall. Da sieht man das ganz klar, dass man hier durchgucken kann. Hier sieht man ja auch meinen Finger auf der anderen Seite. Und das ist natürlich nicht so gut für unsere Stabilität bei einer Pronation. Also wenn ihr gerade für einen Halbmarathon trainiert, für einen Marathon, die Saison fängt ja gerade an, dann müsst ihr nicht unbedingt solche heftigen Schuhe kaufen und ja, einfach den Hype mitmachen. Es ist halt wichtig, dass ihr darauf hört, was ist für euch beim Laufen am angenehmsten, vielleicht eine Laufanalyse, wenn ihr euch unsicher seid. Ist mir nur so aufgefallen, dann habe ich die letzten Tage nochmal drüber nachgedacht, weil wirklich in Japan so viele Leute diese Schuhe getragen haben aus dem Mizuno-Team. Ich glaube, ich war sogar, war ich die Einzige, die den nicht getragen hat? Also das ist natürlich immer so ein bisschen, mache ich da jetzt mit? Wobei ich mir die Frage nicht mehr stelle, weil ich bin darüber hinweg, ob ich einen Hype mitmachen muss, der ungemütlich ist oder vielleicht meinen Füßen nicht gut tut. Aber ich glaube, mein früheres Ich hätte sich die Frage da schon noch gestellt und gedacht, was mache ich denn jetzt? Und es ist ja voll nice für den Kooperationspartner, wenn alle die gleichen Schuhe tragen. Aber es ist halt nicht nice für mich, wenn ich
einfach keinen guten Marathon habe und 42 Kilometer in einem Schuh laufe, den ich vielleicht vorher noch nie getragen habe. Um Gottes Willen, bitte macht das niemals. Es ist für mich mittlerweile so eine Selbstverständlichkeit, dass man das nicht macht, aber ich glaube, dass viele Leute immer noch einen neuen Schuh für einen Marathon tragen. Reminder, geht mit dem Schuh, den ihr bei Longruns benutzt habt, tauscht da auch nicht mehr kurz vor dem Marathon durch. Wenn ihr einfach wirklich das Gefühl habt, das ist mein Schuh, mit dem kann ich laufen, mit dem habe ich keine Probleme, dann go for it. Ja, apropos Marathon, den habe ich auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt, was Immunsystem und so weiter angeht. Also auch da habe ich mir so im Nachhinein überlegt, wären wir nochmal 2 Tage vielleicht länger geblieben. Das haben einige aus dem Team gemacht, die mit Mizuno auch dort waren. Und haben sich dann nochmal eine andere Stadt angeguckt oder einfach den Marathon vielleicht besser verkraftet vor Ort. Das heißt, im Hotel nochmal 1-2 Nächte geblieben, sich ausgeschlafen und nicht direkt mit einem anfälligen Immunsystem in einen Langstreckenflieger, wo ja viel, viel mehr Leute drin sind. Und dann quasi das Immunsystem noch mehr schwächen und man kriegt ja keinen Schlaf in dieser Nacht. Also im Flugzeug schlafen ist, selbst wenn man 7 Stunden schläft, die Qualität ist ja wirklich low. Und da habe ich natürlich dann diese Krankheit mit aufgenommen und das war im Nachhinein echt blöd, aber auch daraus lernt man. Ist jetzt keine riesen Life-Lesson, aber auf jeden Fall schon etwas, was ich nächstes Mal anders machen würde. Egal, wohin man fliegt, auch wenn es jetzt New York ist, waren wir, glaube ich, auch... Oh, wie lange waren wir nach dem Marathon da? Also auf jeden Fall so 1-2 Tage noch. Nicht 3, aber ich glaube 2 waren wir schon da und danach wurde ich auch nicht krank. Dann bekomme ich auch, glaube ich, in der Woche meine Tage. Ich merke schon, ich habe überall so kleine Unreinheiten. Das ist nichts Wildes, aber ich merke das an mir einfach und mir fällt das dann auf und dann gucke ich in meine App und denke mir, ja, okay, alles klar, da kommt bald was. Und deswegen habe ich auch richtig Hunger aktuell. Ich merke das, letztes Mal, als ich meine Periode hatte, hatte ich nicht so viel Hunger. Dieses Mal habe ich so viel Hunger. Dann waren wir heute noch einkaufen und ich habe endlich wieder Matcha gekauft, denn ich wollte ja unbedingt mal in letzter Zeit zu einem Café gehen, wo es Matcha gibt. Den gibt es hier nicht so oft in Hannover. Wir sind ja hier nicht in einer Großstadt. Deswegen habe ich mir jetzt selber noch Matcha gekauft. Ich habe den hier einfach mitgenommen. 2-mal, damit man auch nicht so oft losrennen muss. Und noch ein paar andere Sachen. Ich habe eine Sache schon gesnackt und da kann ich euch direkt mein Feedback geben. Und zwar sind das diese Weingummis. Ich finde die ganz okay, aber tatsächlich, ich glaube, ich würde die nicht nochmal kaufen. Das ist so eine 6 von 10. Dann habe ich noch diese mitgenommen. Die habe ich bei Social Media oder auf Social Media schon mal öfter gesehen. Die fand ich jetzt relativ hart. Ich habe nämlich ein paar andere Sachen noch mitgenommen. Zum Beispiel einen Haferriegel. Und die sind ja auch im Durchschnitt eigentlich immer so sehr fest. Und der war richtig weich, weil der ist mit Mango, ja, Mango-Haferriegel. Und der ist sehr weich und das fand ich sehr interessant. Dann habe ich noch einen Energy Ball mitgenommen, den hier in Pistazie. Den habe ich, glaube ich, schon mal gegessen. Salted Pistachio. Aber der war, glaube ich, relativ lecker und deswegen, den finde ich auch irgendwie nicht so oft. Den gibt es ja auch bei DM, glaube ich. Und nochmal eine Smoothie Bowl, wobei ich mir halt denke, das ist eigentlich so eine Porridge-Hafer-Bowl. Und deswegen hat mich dieser Name Smoothie Bowl total verwirrt. Dann ist mir gerade aufgefallen, ich hatte noch eine andere Sorte von diesen Linis Bites. Und die habe ich gestern Abend probiert. Die ist jetzt im Kühlschrank gewesen. Und die sieht so aus. Also eigentlich soweit ganz gut, ganz interessant. Und die Sorte ist Hazelnut Nougat Choc. Und ich finde auch der kriegt so eine 6 von 10 im Rating, weil das schmeckt kaum nach Nougat. Und ich liebe Nougat. Und wenn ich so eine Nougat-Riegel essen will, da muss es auch danach schmecken. Und das schmeckt halt eher nach Haselnuss und Datteln. Also es wurde mit Datteln gesüßt. Und diese ganz obere Schicht, diese dunkle, ist eigentlich nur oder besteht fast nur aus Datteln. So habe ich das Gefühl. Und deswegen klebt das halt total in den Zähnen. Und ja, das ist nicht so meins. So, wir schaffen es jetzt wirklich mal zum Kaffee zu gehen und Matcha zu holen und einen Spaziergang zu machen. Endlich. Und ich habe heute auch mal wieder Sommersprossen aufgemalt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Aber ich habe das schon mal gemacht. Ich glaube, letzten Sommer oder so. Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch mal zwischendurch überlegt, mir die zu tätowieren. Ich habe aber noch keine Tattoos und ich bin mir so unsicher. Und ich glaube, aktuell ist es eher nicht so, dass ich es machen werde. Und wie ich das mache ist, ich nehme ein bisschen Selbstbräuner. Und das ist die Kappe vom Selbstbräuner. Und dann warte ich, bis dieser Schaum, den ich da dann reingesprüht habe, ein bisschen flüssiger ist. Und dann nehme ich diesen Zahnstocher hier und tupfe mir dann quasi diese Sommersprossen ins Gesicht. Das ist ein sehr, sehr dunkler Ton, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das mittel oder dunkel ist. Und ich habe hier meine Medaillen mal so ein bisschen arrangiert, denn das sind ja die auf Augenhöhe. Und darüber habe ich jetzt noch welche, weil hier nicht mehr so viel Platz ist. Also ich versuche maximal 2 Stück immer auf einen Nagel zu hängen. Ich habe da wirklich einfach nur so grob Nagel in die Wand gehauen. Und weiter oben auch noch. Aber danach ist halt nichts mehr. Also es gibt wirklich nur 2. Vielleicht weiter unten, oder ist der Lichtschalter.
So sieht das bei mir aus. Das ist die letzte Medaille und bald kommt ja wieder ein Berlin-Halbmarathon. Also eine von denen hier. Und das ist dann die vierte Berlin-Halbmarathon-Medaille. Das war, glaube ich, die zweite. Das war meine erste Medaille überhaupt und mein erster Halbmarathon. Und das hier war die Berlin-Halbmarathon-Medaille vom letzten Jahr. Aber das ist sowieso die allerschönste Medaille überhaupt. Und zwar ist es die vom New York-Marathon. Richtig, richtig schön. Und das hier ist mein wundervolles Outfit. Ich habe jetzt einfach so ein Longsleeve in 13 Grad. Das ist echt schön. Ich habe jetzt einfach hier so ein Fleece-Pullover und ein Longsleeve drunter und einfach einen Schal dazu. Ich finde, das ist so die Zeit, wo man rausgeht. Es ist so frisch und trotzdem kann man oder braucht man keine Jacke, weil in der Sonne ist es ja warm. Und dann windet man sich einfach einen Schal um, damit es ein bisschen kuschelig ist um den Hals. Eine Tasche. Und dann kann man rausgehen. Ist ja auch eine Sache, die ich schon öfter erzählt habe. Ich kaufe gerne Dinge in anderen Städten, damit ich immer, wenn ich die anziehe, weiß, woher ich die habe und dass ich mich dann an die Zeit erinnere. Die Tasche zum Beispiel habe ich in London gekauft, als wir Jeffrey getroffen haben. Und die Sonnenbrille haben wir in Paris gekauft. Das weiß ich noch. War das Galerie Lafayette? Ich glaube schon. Wir sind jetzt schon ungefähr eine Stunde am Spazieren, sind jetzt nochmal in den Wald gegangen, einen kleinen Abstecher. Oh, das ist echt schön. Und es sind sogar schon ein paar Büsche und Bäume und Bodenflächen wieder grün. Es wird Frühling.